Hey Freunde, kurz auf ein Wort. Wisst ihr, was mir bei all diesem irren Callcenter-Wahnsinn das Motivationslevel, die Laune und die Energie oben hält? Die leckeren Energies und Eistee meines Partners Holly. Ohne Zucker, Kalorien, nerviges Dosenschleppen und lästige Müllberge. In vielen genialen, einzigartigen Geschmacksrichtungen bombastisch. Stöbert gerne mal über meinen Link dort vorbei. Zum Wohl und jetzt geht's auch schon weiter. Vielen Dank. Putinov, bin ich da richtig? Am Telefon, wer ist da? Lars Herrmann am Apparat. Sie haben gerade mit meiner Mitarbeiterin, der Nadine, geredet. Ah, ja, das junge Mädel da, genau. Genau, das junge Mädel. Und die hat mir gesagt, sie haben irgendwo irgendwas registriert und sie sind interessiert daran und dass sie einen Anruf von einem Experten wollten. Und der bin ich. Der Experte, klasse. Super. Ja, ich habe die Also, Herr Kleine Put. schon gefragt, was kann man bei euch machen, was bietet ihr an, aber das konnte sie mir nicht sagen. Genau, weil sie ein Junior-Analyst bei uns ist und Ah. die ist nur, sie ist nur da, um den ersten Kontakt aufzubauen, ne? Das, was zurzeit gemacht werden kann, Date-Doktor. genau, das, was zurzeit gemacht werden kann, Herr Putinov, sind enorme Sachen. Ich weiß nicht, ob Sie den Finanzmarkt verfolgen, Ja, aber Bitcoin jetzt ist zu, gerade richtig explodiert. genau, Bitcoin ist auf 91.500, war gestern auf 93.000. Und der Zug ist erst jetzt gestartet. Was das bedeutet, ist, Aha. das ist nur eine Station. Wir warten bis Anfang von 2025, also ungefähr bis zum März, erwarten wir den Bitcoin-Preis auf 125.000. Boah. Auf all dieses hat eine Auswirkung, die Wahl des Trumps als Präsident der Vereinigten Staaten. Er unterstützt die Kryptowährungen maximal. Das hat auch seinen Grund. Und der ist jetzt gewählt, aber er ist noch nicht Präsident. Also im Januar wird er offiziell der Präsident der Vereinigten Staaten sein. Und in Jawohl. diesem Augenblick erwarten wir die größte Explosion der Kryptopreise. Das heißt, wer jetzt in diesem Augenblick einsteigt in die Kryptos und in die Kryptowelt und in die Tradingwelt, hat bis zum März Zeit, große Sachen zum Beispiel auf Bitcoin zu machen, Das ist Herr geil. Putino. Das ist geil. Weißt du, der ist ja auch mit dem Musk so dick, ne? Die sind ja auch dicke Kumpels. Genau, Der hat ja die mit Aktien, Dogecoin so gemacht, ne? genau, Dogecoin, genau, und die Tesla-Aktien explodieren, zum Beispiel die SpaceX-Aktien als ein Projekt, die explodieren auch. Es sind viele Sachen, die interessant sind zurzeit auf dem Markt, die würde ich Ihnen gerne vorstellen und dann können Sie sich auch entscheiden, ob Sie was haben Sie denn schon mal investiert, Herr Putinov? Nee, noch gar nicht. Weißt du, habe ich jetzt so ein bisschen geguckt, aber ich wüsste gar nicht, wie fange ich an, was muss ich machen, wo muss ich klicken, wo muss ich drücken. Genau, und Keine Ahnung. deswegen haben Sie mich. Aber sagen Sie mir denn, Herr Putinov, haben Sie sich denn irgendwann mal irgendwelche Gedanken gemacht, mit welchem Betrag Sie einsteigen würden? Da habe ich gesagt, das kommt drauf an, was kann ich für Angebot kriegen? Was kann man so sagen, so wo ich so Prozente gibt, ein Bonus gibt, lange Fristen und so. Also ich weiß noch nicht genau. Ich weiß es noch nicht. Also, es gibt einen Bonus, es gibt einen Willkommensbonus, da Sie über unsere Firma kommen, gibt es einen Willkommensbonus in der Höhe von 100%. 100%? Genau, das heißt auf Ihre Investition, egal wie groß die Investition ist, ein Minimum von 500 Euro ist natürlich da, 500 Euro ist das Minimum, Ja, klar. ne? Von 500 Euro, wenn Sie sich zum Beispiel für 500 Euro entscheiden, starten Sie mit einem Startkapital von 1000 Euro. Wenn Sie sich für Irregeil. eine Investition von 10.000 entscheiden, dann starten Sie mit einem Startkapital von 20.000. Und dann, also sagen wir jetzt mal, wir machen heute Deal. Was, außer bezahlen, was muss ich machen? Was Nee, brauchst du? wir machen heute Deal, wir machen das Handelskonto auf, wir Aha. machen das Handelskonto auf, wir verifizieren das Handelskonto, Sie bekommen mich als Account Manager, meinen privaten WhatsApp-Kontakt, diese Telefonnummer ist natürlich auch rückrufbar, auf die bin Klasse. ich immer erreichbar, natürlich. Sie bekommen mich als Account Manager, wir richten das Handelskonto ein und dann zeige ich Ihnen, was Trading ist. Und dann öffnen wir unsere ersten Positionen und fangen hoffentlich mit unserem Geld verdienen an, Haha, ne? das hört sich gut an. Und das ist dann mit Krypto oder auch mit dieser anderen Sachen? Mit anderen Sachen können Sie sich auch entscheiden. Der Top-Verdiener zurzeit auf dem Markt ist natürlich Bitcoin. Ethereum ist auch ein guter Verdiener, Aha. die zweitgrößte Kryptowährung der Welt. Natürlich, mit dieser Sache, da die Kryptos steigen, fällt der Goldpreis, was auch sehr, sehr interessant ist, Gold auf fallende Kurse zu handeln. Das Oh. bedeutet, damit kann man auch sehr, sehr gutes Geld machen, Ach, das ne? ist dann dieses, warte, das habe ich auch gelesen hier, wie heißt das? Optionenhandel, ne?
Genau, Dass man so Optionshandel. darauf wettet, sage ich jetzt mal, dass das billiger wird. Ja, genau, Ja, ja. dass der Preis fällt, genau. Das heißt, wir handeln auf Buy und auf Sell. Es gibt steigende und fallende Kurse. Wenn Sie auf Buy handeln, handeln Sie auf steigende Kurse. Wenn Sie auf Sell handeln, handeln Sie auf fallende Kurse. Aber Logisch. das werde ich Ihnen dann alles zeigen und erklären, ne? Ich bin gespannt. Hört sich aber ganz gut Okay, an. sagen Sie Und mir denn, wann können wir denn anfangen? Wann könnte das losgehen? wann Sie vor einem Computer sind oder mit einem Gerät, das Internet hat. Ja, ich bin jetzt gerade am Computer. Ich mache jetzt gerade so ein bisschen Homeoffice. Oh, super, Sie sind am Computer. Okay. Ja, mache gerade ein bisschen Haben Sie Rechnungen und denn, alles. okay, haben Sie denn, Herr Putinov, irgendwelche Software, mit denen Sie Bildschirme teilen können? Ja, eine ganze Menge, aber wofür brauchen wir das? Haben Sie Anydesk? Das benutze ich jeden Tag für Firma. Benutzen Sie jeden Tag für die Firma. Also, Anydesk wird benötigt, damit es ganz schneller geht. Also, damit wir das Handelskonto eröffnen, damit ich Ihnen zeigen kann, wo Sie tippen sollen und was Sie tippen sollen. Es kann auf diese Art und Weise viel schneller gehen, als ob wenn wir das so machen jetzt. Ja, dann wir machen das aber so, sag ich ja, andere Leute auf meinem Computer ist mir doch irgendwie ein bisschen, das mag ich nicht. Ist kein Problem. Dann machen wir das mal so. Ich stelle Sie mal kurz auf Lautsprecher. Ich muss Ihnen irgendwo den Link hinschicken. Haben Sie denn vielleicht eine WhatsApp-Nummer? Ja, kannst du mir per E-Mail schicken, wenn ich gerade am Computer ist einfacher, als wenn ich von Handy dann zu Computer schicken muss. Okay, ich schicke Ihnen jetzt mal einen Link auf Ihre Was habe E-Mail-Adresse. ich da denn für eine E-Mail genommen? Ich habe meinen Computer weg gehabt, ein paar. Verstehe ich jetzt nicht, was Sie sagen. Meines Computer hat nicht, wie ist es, nicht funktioniert und ich habe ein paar Passworte nicht mehr. Was ist da für E-Mail-Adresse bei meinem Konto drinnen? Bei uns meinen Sie? Ja, klar. Okay, warten Sie, ich prüfe mal, welche E-Mail-Adresse bei uns im System ist. Sekunde. Ja, kein Stress. Ich laufe nicht weg. Okay. Von wo rufst du an, Kollege? Wo ist eure Firma? Aus dem Vereinigten Königreich, zurzeit in London, aber die Plattform ist auf Zypern basiert. Wo? Zypern, Zypern. Ich habe Cyrus verstanden, der Typ von Persien, Nee, Alter. Zypern, Zypern, Zypern. Kennst du Kyros, der persische König da? Nee, kenne ich leider Na, nicht. hätte ja sein können. Sagen Sie mir, wo sind Sie denn in Deutschland? Wo sind Sie denn in Deutschland? Dortmund. Dortmund, super. Ich bin Warst du irgendwo schon ein oder bisschen in der was? Nähe. Nee, ich komme aus Nürnberg. Nürnberg, das andere Ecke. Genau. Andere Ecke, Mittelfranken, Bayern. Mittelfranken, ne? Genau. Genau. Kennst du den Drachenlord? Welchen Drachen denn? Drachenlord, Rainer Winkler. Nochmal? Drachenlord. Drachenlord. Ja. Ach so, nee, kenne ich leider nicht. Das war der Hinterwäldler, Alter. Okay, Na also kleine wir Scheiße, haben den hier kennt doch eine. wirklich jeder. Also jeder in Mittelfranken kennt doch den Rainer. Nee. Na gut. Muss ja auch nicht. Nee, Hast leider nicht. eigentlich auch Nee, nichts leider nicht. verpasst. Oh, super, perfekt. Also, was haben wir denn hier? Hans Maulwurf 1946@gmail.com. Ach, das ist Scherz-E-Mail-Adresse. Ne, die habe ich gar nicht mehr. Kannst du aufschreiben? Natürlich kann ich aufschreiben. Sekunde bitte. Ich gebe sie gleich in mein Verzeichnis hier. Also die E-Mail kommt von Lars Hermann at tradingfx.com. Aha. Und dann Okay. gebe ich dir die neue E-Mail-Adresse, ja? Sagen Sie mir mal. Ja, Taube wie der Vogel. Taube. Und dann 88, also zweimal die 8. @aol.com. AOL.com. Da. Okay. Dimitri, woher kommen Sie denn ursprünglich? Kasachstan. Kasachstan. Muslim? Was? Nein! Nee. Nee. Nee, ja, das ist Usbekistan. Ich Entschuldigung, Sie waren das nicht wollte gerade sagen, du bist du gedanklich bei den Nachbarn, Alter. Und mit Usbekistan, Super. das ist so ein bisschen wie Israel und Nee, ich habe Palästina, mir, nee, ich habe mir weißt gestern, nee, ich habe mir gestern was auf Instagram angeguckt, wo irgendeiner in den Vereinigten Staaten ein Auto tauschen will mit irgendjemand anderen, so auf der Straße. Aha.
Und dann hat er Usbekistan genannt, deswegen bin ich gleich drauf gekommen, aber egal. Mein Fehler. Weil der Usbeke ja, ist, hat er das natürlich dann geklaut oder was? Nee, natürlich sagt der Name Dimitri auch nicht. Es ist kein muslimischer Name, ne? Das ist wohl wahr, weil scheiße, von Namen weißt du nicht. Gibt auch bestimmt einen Hans, der an Allah glaubt oder was? Wahrscheinlich. Aber du bist lustiger Junge. Also, wie lange machst du diese Arbeit? Seit 2008. So lange schon. Du wirst dich voll jung machen, Alter. Ja, nee, ich bin 39, mein Freund. Nein, Alter, niemals. 39, 85 geboren am 30. Mai. 30. Ne? Mai, Alter. Genau. Hätte ich nicht gedacht. Und Sie? Haha, ich bin 33. 33, ein bisschen jünger als ich. Ein bisschen, ganz kleines Stock. Okay, super. Was machen Sie denn? Können wir uns duzen? Ja klar, mach ich doch auch schon die ganze Zeit. Okay, super. Was machst du denn beruflich, Dimitri? Ich mach technischen Support für Microsoft. Technischen Support für Microsoft? Dann hast du bestimmt keine Probleme. Warum wir Anydesk benutzen, ich will dir das ganz genau sagen, weil es gibt sehr oft Leute, die über 70 Jahre alt sind, und wenn ich sage, ja, geh mal, klick hier und klick dort. Und brauchst du mir nicht sagen, ich weiß das. Dass du die Leute also am Telefon meinen Computer gibst. Genau, und dann sagst genau, du, wenn du... Haben sie schon Startknopf gedrückt, warum soll ich das machen? Nee, nee, und dann musst du auch... verrückter alte Deutschen. Dann musst du auch verstehen, dass manchmal nur das Herunterladen von Anydesk 3,5 Stunden am Telefon dauern kann, ne? Ich weiß, ich habe diese jeden Tag. Ich weiß, und deswegen benutzen wir meistens Anydesk. Aber wenn du schon jemand bist, der technischen Support für Microsoft macht, dann hast du keine Probleme mit dieser Sache, und dann brauchen wir auch deinen Computer nicht. Ich kann deinen Computer reparieren, wenn du Probleme hast. Natürlich, aber was wir machen können und was in der Zukunft gemacht werden kann, ich kann gerne meinen Bildschirm mit dir teilen. Warum ist das wichtig? Das weiß ich nicht, aber du musst mir sicher erklären, weil ich sage das auch immer so zu alter Opa. Sag ich, erkläre ich nee, gerne. Ja, natürlich. Es ist wichtig, dass ich dir die Diagramme und die Bewegungen und die technische Analyse und die Grundanalyse, wenn du über Trading auch etwas lernen willst, dass ich dir das zeigen kann. Und das läuft halt eben auf Computer, ne? Und deswegen in der Zukunft werde ich dann meinen Bildschirm mit dir teilen, so dass du auch Einsicht hast, was wir genau machen und wie wir unseren Handel machen und wie wir unsere Berechnungen machen, weil Trading ist kein Wettsport sozusagen. Manche stempeln das als Wettsport ab. Es ist leider kein Wettsport, sondern es verlangt auch ein bisschen Analyse, nicht nur auf steigende und fallende Kurse zu setzen, sondern hiermit kann man Geld machen, wenn man wirklich weiß, was man macht, ne? Und im richtigen Augenblick das Volumen begrenzt und alles und das Risikomanagement, das man machen muss und alles andere, ne? Dann kann man hiermit auch Geld machen, ne? Ist die E-Mail bei dir angekommen? Nö, noch nicht. Ich kann mir in Spam rein. Lars Hermann, ne? Mhm. TradingFX.io, was ist IO denn für eine Domain? International Organization doch eigentlich, oder was? International Organization sagen die meisten für IO. Am Ende war IO etwas, was gut klingt, aber was billiger als COM und als alles andere ist, wenn man es kauft. Ne? Also mal ganz ehrlich, wenn ihr da zig Millionen in Bitcoin bewegt, dann kann das doch nicht am Preis von der Domain scheitern, oder was? Nee, das kann es nicht, aber TradingFX.com oder .org ist eigentlich etwas, was meistens besetzt ist, und das bis auf Hunderte Tausend von Euro Preis gehen kann. Das kannst du auch mal prüfen. Das hat nichts mit Kosten zu tun, sondern mit Prinzip. Warum sollte ich denn etwas Hunderttausende von Euros bezahlen, wenn es nicht bezahlt werden muss? Und weil es halt nur eine Landingpage ist für neue Kunden. Ne? Die Plattform jedoch, den Link, den ich dir geschickt habe, ist IronFX.
wenn du eine Seite aufrufen willst, die sich WikiFX nennt, die vergleicht alle Plattformen, ne, kannst du sehen, dass dieses eine höchst regulierte Firma ist. Wenn du Fußballfan, das heißt, wir unterliegen Regulationen und Kontrollen. Zum Beispiel, wir sind bewacht von der BaFin in Deutschland. Das heißt, die größte Organisation in Deutschland, die uns bewacht und die uns eigentlich auch kontrolliert, ist halt die BaFin. Ne? Was heißt BaFin, Entschuldigung? BaFin ist das Institut, das reguliert Finanzgeschäfte in Deutschland. Das reguliert Banken und alles andere. Ach so, wir unterliegen der Kontrolle der BaFin. Was heißt das Wort? Sorry, ich kenne das alles nicht. Bundesaufsichtsbehörde für Finanzen. BaFin. Ich glaube, das habe ich irgendwann schon mal gehört. Okay. Aber wenn du sagst, ihr seid bei England drüben und die Firma ist auf der Insel, was habt ihr dann mit deutschen Behörden zu tun? Das heißt, der Verbraucherschutz der deutschen Kunden hat damit was zu tun, Herr Putino. Das heißt, du musst dich wirklich als zypriotischer Unternehmer unterliegst du deutschen Datenschutzrichtlinien. Alter, was für ein Wort. Für deutsche Kunden natürlich. Warum denn nicht? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn mich ein Support-Teilnehmer aus Indien anruft, dann gelten für den die Rechte, die er bei uns im Land hat und nicht hier irgendwie... Keine Ahnung, so das Kuhschlachten in Indien oder so. Sonst hätten wir nicht das Recht, mit deutschen Kunden zu arbeiten. Wenn wir uns bei euch nicht registrieren würden, würden wir keine Rechte haben, mit euch zu arbeiten. Das ist interessant, ich kenne das alles nicht. Natürlich, weil es gibt sehr, sehr viele Betrugsgeschichten in diesem Bereich. Ich weiß. Und deswegen, haben wir auch ganz oft, da rufen die Leute an, ja, da haben sich welche gemeldet mit Finanzamt und Steuern und irgendwas. Ganz verrückt. Genau, und dann bezahlst du irgendwelche Provisionen und Steuern und dann werden Leute ausgenommen und dies und jenes, aber das passiert bei uns nicht. Und deswegen sage ich, wenn du die Regulation prüfen willst, kannst du das gerne machen auf wikifx.com. Dort einfach nur IronFX aufrufen und dann siehst du, wo wir alles reguliert und lizenziert und bewacht sind und was auch immer. Ne? Wenn du dich über IronFX erkundigen willst, dann kannst du das auch gerne machen. Zum Beispiel, wenn du Fußballfan bist, aber jemand aus Dortmund sollte eigentlich Fußballfan sein. Überhaupt nicht, ich hasse Fußball. Ach, scheiße. Weil wir waren auch mal Hauptsponsor. FC Barcelona musst du kennen, oder? Also, den Namen kenne ich, aber ich habe mit Fußball so gar nichts zu tun. Also weißt eines der größten Vereine der Welt. Wir waren. Weißt du, bei uns in Kasachstan ist Brunnenringen so Nationalsport. Das ist das, was ich immer angucke. Was ist Nationalsport in Kasachstan? Brunnenringen, Ringkampf. Brunnenringen. Ringkampf. Ah, Ringkampf. Ja. Finde ich interessanter. Weißt du, da ist richtig mit Kraft und Taktik. Und weißt du, bei Fußball ist so für mich, da rennen einfach nur 10 halbnackte Männer einem Ball hinterher und die kommen aber nicht aus einem Land, sondern die sind alle irgendwo eingekauft. Weißt du, genau. Also der Gedanke von Olympia war ja damals die besten Griechen gegen die besten Perser, gegen die besten Ägypter. Und heute kauft man einfach, der die meiste Kohle hat, kauft sich die besten Leute. Ich finde das langweilig. Okay, also wenn wir es persönlich machen wollen, ich mag Kampfsport auch, bin Zweiter dann in Taekwondo. Kennst du Taekwondo? Das sagt mir gar nichts. Also ich kämpfe nicht selber, ich gucke das nur gerne an. Ah, okay, super. Perfekt. Also, ist der Link jetzt offen bei dir? Was? Hast du den Link geöffnet, den ich dir geschickt habe per E-Mail? Ja, da habe ich drauf geguckt. Okay. Und wo sind wir jetzt genau? Was siehst du vor dir? Na, die Seite, die ich da aufgemacht habe, da ist oben Introducing World's Leading Brokers, What is your choice? Und unten so die ganzen Kurse, nehme ich mal an, ist das. Nee, du hast die falsche Seite aufgerufen. TradingFX.io habe ich offen. Nee, nicht das. Du sollst die Plattform öffnen, die E-Mail, die ich dir geschickt habe. Wer ist denn der Typ, der da im Hintergrund redet? Redet der mit mir oder redet der mit dir? Ein Kollege von mir. So. Genau. Er lässt mich den Link nicht anklicken. Ich muss das erst aus Spam rausnehmen. Wie bitte? Alles gut, ich sage, ich muss nur den Link eben aus Spam rausnehmen. Weil der lässt mich den Link nicht anklicken. Jetzt geht es. Okay.
Und jetzt soll ich nochmal registrieren? Jetzt, ich habe mich doch schon angemeldet bei euch, oder was? Ja, du hast dich bei uns in der Firma als ein Vorstellungsbroker für die Plattform beworben. Bei dem anderen hast du dich überhaupt noch nicht registriert, sondern ich habe die Info von Nadine bekommen, dass du interessiert daran bist. Ne? Also, dieses hier ist für das Öffnen des Handelskontos. Okay. Vladimir. Was soll ich denn bei Trading Account, Base Currency und sowas reinschreiben? Okay, was hast du bis jetzt geschrieben? Sag mir das mal. Mein Name habe ich geschrieben. Das schaffe ich ohne Hilfe. Okay, Name, Nachname, E-Mail hast du hinterlassen? Ja, klar. Okay, Country of Residence? Deutschland. Genau, auswählen bitte. Okay, dann, was kommt als nächstes? Telefonnummer habe ich auch schon reingeschrieben. Dann kommt okay, Trading Account. Da steht Live Floating Spread. Genau, dieses erste, Live Floating Spread antippen. Was bedeutet? Das bedeutet, es ist ein Live-Account. Ein Account, das mit live mit dem Markt verbunden ist. Mit dem Markt? Markt. Markt. Okay. Markt. Ist gut, ne? Genau. Also, Live Floating Spread. Dann daneben, Bonus. Genau. 100%. Das kann man frei auswählen, das ist ja lustig. Nee, das hängt davon ab, welchen Betrag du einzahlen wirst. Und es gibt einen Willkommensbonus. Und nicht jeder Vorstellungsbroker, zum Beispiel TradingFX, hat das Recht, diesen 100%igen Bonus zu geben. Aber manche Vorstellungsbroker haben nicht. Zum Beispiel, die funktionieren auf 20% Basis. Das hängt davon, wie viele Kunden man auf monatlicher und jährlicher Basis. Aber das ist dann jetzt schon etwas ganz, ganz anderes. Das ist schon Expertenniveau, genau. Was wir jetzt machen. Ne, brauchen wir. Genau. Okay, Base Currency Euro. Das ist Euro. Oder habt ihr auch kasachische Rubel? Leverage bleibt 1 zu 500. Was bedeutet das? Leverage ist das ist die Hebelwirkung. Hebel, okay, gut. Genau, die Hebelwirkung. Okay. Dann wählst du ein Passwort. Minimum 8 Zeichen, Großbuchstabe. Kollege, was ist dieses Hebel? Was bedeutet? Hebelwirkung. Ja, klar. Das ist der Multiplikator für deine Investition. Das heißt, wenn man Online-Trading macht, bekommt man einen Multiplikator. Das ist das, was die Kaufkraft jedes investierten Euros, den du hast, multipliziert. Zum Beispiel hier in diesem Fall ist es mit 500. Das heißt, du musst dir das so vorstellen. Wenn du mit 500 Euro jetzt bei der Bank handeln würdest, dann hättest du einen Hebel von 1 zu 1. Das bedeutet, mit 500 Euro kannst du was für 500 Euro kaufen. Bei Trading-Plattformen bekommst du einen Hebel. Das bedeutet, dass deine Investition mit diesem Hebel multipliziert wird und deine Kaufkraft erhöht. Ne? Das heißt nicht, dass du es nutzen musst und solltest, aber es kann in Fällen, wo wir wissen, ganz, ganz bestimmt, jetzt geht es nach oben, kann es sehr von Nutzen sein, weil du mehr einkaufen kannst, als du investiert hast. Ne? Und das ist der Hebel. Also kann ich für 1 Euro 500 Euro verdienen, aber im Umkehrschluss doch auch, wenn ich 1 Euro einsetze, auch 500 Euro verlieren, oder was? Nee, kannst du nicht. Das geht sondern nicht. Nee, kannst du nicht. Wenn du 1 Euro investierst, dann verlierst du 1 Euro, zum Beispiel. Aber also ich kann mit 1 Euro 500 Euro gewinnen, aber den 1 Euro selber nicht nur verlieren. Nicht gewinnen, also sondern einkaufen für 500 Euro. Das bedeutet, du kannst mehr Volumen handeln. Wenn das nur bei Amazon auch ginge. Ja, natürlich, aber das ist sehr, sehr gefährlich und da muss ich dich gleich aufmerksam machen, dass du niemals mehr einkaufen solltest, als das Handelskonto vertragen kann, weil auf diese Art und Weise, wenn es in die falsche Richtung geht, verlierst du das Geld auch schneller und das will ich dir zeigen, ne? Und deswegen sage ich, es ist immer besser, das Kapital dem Kauf entsprechend zu begrenzen, das heißt den Kauf, den Kapital zu begrenzen, das will ich dir dann auch zeigen. Ne? Oh ja, okay, gut. Wir können das es kann ja gefährlich fertig machen. Wir müssen ja jetzt nicht. Ja, genau, natürlich. Okay. Hast du jetzt das Passwort? Ich habe alles schon eingegeben, ja. Okay. Wo sind wir jetzt? Jetzt muss ich unten noch auf Register Now klicken. Genau. Dann mache ich das mal, ha? Ja, bitte.
in der Extra. Successfully registered with IronFX. Coole Sache. Okay, ja. jetzt wirst du weitergeleitet auf das Dashboard, also auf die Anzeigetafel von deinem Handelskonto. Genau. Okay, jetzt solltest du eigentlich dort sein, auf der Anzeigetafel. Da bin ich. Hier, Live Floating Spread Account. Wie bitte? Live Floating Spread Account. Du hast eine Kontonummer, oder? Die steht neben Enabled, so kleine Nummer. Also, wenn du auf dem Dashboard bist, dann steht ganz oben Dashboard schwarz. Ja, ja, und dann darunter geht. Genau, darunter sehen. Und darunter steht. Genau. Genau, okay, super. Dann sind wir schon da. Okay. Geht schnell mit uns, also, genau, das Handelskonto muss verifiziert werden. Das heißt, du kennst das wahrscheinlich. Also, irgendein Identifikationsdokument, Führerschein, ID oder Passport. Führerschein ist am besten, weil man nur die Vorderseite benötigt. Cool. Und ein Adressennachweis, irgendeine Strom-, Wasser-, Gasrechnung auf deinen Namen mit deiner Adresse werden hochgeladen. Oh, das ist cool. Ich bin gerade erst umgezogen. Ich habe hier noch vom Vermieter diese Bescheinigung für neue Passport. Da steht drauf, dass ich super, perfekt. Geile perfekt. Sache. Glück gehabt. Das wird reichen. Ne? Und jetzt kommen wir zur Zahlung. Sagen Sie mir denn, wie würdest du denn gerne die Zahlung tätigen? Kreditkarte oder? Ich schmeiß dir eine Überweisung raus. Das kann ich gleich fertig machen. Okay. Wie machen wir das? Welchen Betrag würdest du gerne starten? Lass mal mit 10.000 anfangen, dann gucken, wie läuft. Okay. Speichern als Kredit. Also auf Deposit? Ich kann jedes Wort hören, okay, was der Kollege hinten dran sagt. Kannst du dem mal sagen, der soll nicht... Ja, er sitzt neben mir. Was kann ich denn machen? Weiß ich nicht. Bessere Headset kaufen. Wenn ihr nee, es ist kein Headset. Dollar Firma, aber hat nee, Headsets von eurem nee, Shop es ist kein, ich will ehrlich mit dir sein, es ist kein Headset. Das ist ein iPhone 15 Pro Max, mit so, auf ja, dem dann, wir gerade reden. Ja, dann sag ihm, er soll im Raum weitergehen. Nee, leider nicht. Schade. Leider funktioniert. Okay, die Bankdaten, Dimitri. Ja, die kannst du mir rüberschicken, dann mache ich gleich Nee, die musst du dir selber holen. Wie muss ich mir selber holen? Okay, es gibt einen grünen Knopf, wo steht Deposit, siehst du es? Aha. Okay, dann scroll mal ein bisschen nach unten, bitte. Ah, Banktransfer, ja. Ja, ganz unten, also okay. Neben der IronFX Masterkarte. Ja, ich hab's schon gesehen, ich bin schnelle Junge. Okay, Banktransfer. Aha. Deposit Amount eingeben. Da. Mit Punkt dazwischen oder durchschreiben? Ja. Wie muss ich das machen? Einfach nur durchschreiben. Okay. Ja. Preferred IronFX Bank, was ist das? Wie bitte? Da drunter, Preferred IronFX Bank. Okay, jetzt kannst du die eine von den zwei Optionen auswählen. Gibt Unterschied oder ist egal? Ist egal. Gut. Genau. Die eine ist Barclays und die andere ist Equals Money, I think. Na gut, macht ja keinen Unterschied. Okay. Gut. Okay, und dann drunter, von welcher Bank schickst du? Du musst eintippen, von welcher Bank du das schickst. Oh, von Commerzbank. Okay, tipp mal Commerzbank ein, bitte. Commerzbank, ja. Und dann auf Submit. Habe ich gemacht. So, jetzt kommt dieser ganze Sicherheitskram. Und jetzt hast du die Bankdaten zum Downloaden. Aha, ja genau, die habe ich hier. Okay. Ich ziehe mir das mal eben runter. Ich mache mal eben nebenbei Online-Banking auf. Also ich mache jetzt sofort Überweisung und dann können okay, wir heute dann, loslegen, ja? Ich glaube, dass Echtzeit nicht laufen wird. Mach eine Normalüberweisung, dass das Geld... Versuch Echtzeit, egal. Aber schick mir bitte den Beleg rüber in PDF auf die E-Mail. Kannst du das machen? Ja klar, das ist gar kein Problem. Okay, super. Dann bleibe ich dran, wenn du irgendwelche Fragen hast in der Überweisung. Fragen... So, ich weiß. Mann, du musst eingeben. Verstehen, ich rede mit... Ja, du musst verstehen, ich rede sehr, sehr oft Leuten.
mit 70-jährigen Leuten und das ist halt eben so. Das Ja, das ist alles das gut. Geschäft. Alles gut. Das ist Business, du. Das ist wie nennt man das, was die in Indien immer machen hier, die, ich komme gerade nicht auf den Namen von der Masche, aber ist ja auch egal. So, warte, ich muss eben nochmal die TAN eingeben. So, ist erledigt. Okay, bitte schick mir mal den Beleg rüber. Mach ich gleich. Jetzt will Photoshop nicht aufgehen, warte mal eben. Madre. Mit welcher E-Mail hast du dich registriert? Ha, mit der Taube. Mit der Taube. Warum Taube? Kannst du mir das bitte sagen? Was war? Nee, warum Taube? Was bedeutet das? Taube 88. Mein Vater zuchte Tauben. Wow, welche denn? Ringeltauben. Ringeltauben bei Deutschland. Ringeltauben. Mit okay. Diesen, die haben so wie so... Wie so Halsreifen bei Hals dran, so bunte Ringen. Und ja. Dann hast du Tauben mit vielen Farben bei den Ringen drin, dann ist es ein richtig gutes Tier. Toll. Also manche Leute mögen Fußball, andere Leute mögen Tauben. Hier reden wir über... Ist so. Genau. So, wie geht's jetzt weiter, Kollege? Aber. Hast du mir die Überweisung geschickt? Habe ich rübergeschickt, ja. Okay. Das ist was kein hast du PDF, gesagt? Bist du? Ist JPG geworden, weil PDF-Creator geht gerade nicht aus. Genau. Nicht, okay, ist bei mir nicht angekommen. Auf Lars.Hermann? Ja, ich habe einfach nur geantwortet. Dauert bestimmt Minute. Dauert vielleicht, okay. Also, wie geht's weiter? Hast du einen WhatsApp-Kontakt? Nee, das benutze ich schon ganz lange nicht mehr, seit die Amerikanski da so viel Scheiße mitmachen. Okay, kein Problem. Genau. Wir können über E-Mail kommunizieren oder über diese Telefonnummer, ist das richtig? Ja klar, hast du okay. Telegram? Telegram habe ich auch, natürlich. Guter Mann. Telegram habe ich auch. Ich mache mir auf. Warte mal, Lars.Hermann. Warte, ich suche eben. Erstmal muss ich es aufmachen, ja, ich habe es noch gar nicht gestartet. Warte, ich stelle dich mal kurz auf Lautsprecher. Ja, mach mal. So. Kontakt hinzufügen. Hörst du mich? Ich bin da. Okay. Also, Telegram. Wie finde ich dich auf Telegram? Lars.Hermann. No result. Wie bitte? Nicht gefunden. Um ehrlich zu sein, also, wenn du nicht... Warte, ich such dich. Wie finde ich dich? Soll ich buchstabieren? Ja. Theodor? Ja, genau. Emil? Okay. Ludwig? Mhm. Emil? Mhm. Friedrich? Ja. Okay. Otter? Das kann der Beste sein, aber... Nordpol? Nee, das glaube ich nicht. Zeppelin? Aber... Ida? Emil? Okay. Gustav? Ich bleibe in Kontakt, Emil. Ich melde mich, wenn das ist. Danke, okay. Ciao. Kannst du nochmal vorlesen? Warum okay. Lachst du? Sag mir dann, hast du deine E-Mail habe ich noch nicht. Habe ich dir doch gegeben, taube88@aol.com. Nee, die E-Mail, die du mir geschickt hast, habe ich noch nicht bekommen. Das musst du nochmal, ich schicke sie nochmal. Mach mal bitte. Ein guter Junge. Und ist gute Arbeit da drüben? Ja, hallo? Hey, Kollege. Hm? Ich habe dich gefragt, ist gute Arbeit bei deiner Firma? Wie bitte? Ist gute Arbeit für dich bei der Firma? Ich bin meine eigene Firma, mein Freund. Du bist der Boss da drüben, oder was? Ich bin meine eigene Firma. Was machst du denn beruflich? Für was? Für YouTube und für was? Hab ich dir doch gesagt, für Microsoft. Technical Support. Nee. Aber was machst du als Hobby? Oh, als Hobby mache ich Ringeltauben züchten, kasachische Brunnenkämpferei. Ich zocke ein bisschen. Ah, okay. Und du so? Super. Also,
Hat mich gefreut, dich kennenzulernen. Dreckiges Betrügerpack. Schön Zeit verloren, dein eigener Chef bist du angeblich, ne? Willst du jemanden grüßen noch zum Ende? Oder dich Sag rechtfertigen? mir denn, sag mir denn, machst du das als Hobby oder wie machst du das? Ich mach das als Hobby. Wenn ich mal einen Tag frei hab, dann, du hast ja so schön erzählt, dass du so ein 70-Jähriger abzockst, dann setz ich mich hin. Hey, hier stopp. Schön. Nee, absolut nicht. Absolut nicht. Na doch, absolut hast du nicht. Selber gesagt. Absolut nicht. Nein, absolut nicht. Habe ich nicht. Na und doch. Das kannst du gerne prüfen. Du hast die Firma und du hast alle Regulationen und alles andere. Ja, aber du hast mir doch, du hast IronFX.com, jetzt bedanke ich mich mal bei hast du mir als Webseite gegeben. Gut, dann erzähle ich euch die Auflösung. Ihr werdet es zwar schon rausgehört haben, aber er hat mir die offizielle IronFX-Webseite geschickt, wo ich mich jetzt angemeldet und vermeintlich Geld hinüberwiesen habe. Er selber hat mir aber mit einem anderen mit dieser IO-Endung den Link dorthin geschickt, um seriös wirken zu lassen. Und sobald die Kohle dort auf meinem Konto gewesen wäre, hätte ich ihm die 10.000 auf seine Wallet drüber geschoben und die Kohle wäre weg gewesen. So, das war die Masche. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt, Freunde. Wir hören uns.